Ja, Steffi, grüße Hi. dich. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, kurz mit mir zu sprechen. Ich hatte auf Facebook tatsächlich auch schon mal nachgefragt, was es so für Erfahrungen gab. Und da hast du einige Dinge erzählt, die fand ich total wertvoll. Erzähl mir doch mal kurz, wie du auf mich gestoßen bist. Ja, das war tatsächlich mehr oder weniger am Surfen im Internet. Da muss ich ein bisschen davor greifen. Ich habe irgendwann mal 107 Kilo gewogen, stand auf meiner Waage und habe angefangen zu flennen und habe mir von einem Kumpel von mir helfen lassen, der ganz hart in dem Bro Science drin ist. Also du musst clean essen, ganz viel splitten und so weiter und so fort. Irgendwas, eine Zeit lang hat es funktioniert, und irgendwann war er aber für mich weg und dann musste ich mich hinsetzen, mir überlegen, okay, wie mache ich denn jetzt eigentlich weiter? Weil abnehmen wollte ich immer noch. Im Studium wollte ich und musste ich auch alleine klarkommen, weil auch kein Trainer so richtig für mich da war. Und da fing es tatsächlich an, dass ich im Netz angefangen habe zu lesen. Und da bin ich dann darüber irgendwann auf den Blog von dir raufgekommen. Super. Das gute alte Internet. Ja, na klar. Ja. Früher ist man in eine Bücherei gegangen, jetzt guckt man ins Netz rein. Ja. Du, das ist ja auch ganz interessant, wenn du, sagen wir mal, angefangen hast, dich selbst einzulesen im Netz. Was sind denn so deine Bedenken? Was hast du denn da erlebt, was in dieser Szene so vielleicht auch los ist und was bei dem Thema Fitness abnehmen? Was hast du dann normalerweise für Bedenken, wenn du da Artikel? Ich habe das Gefühl, dass sich die Leute alle streiten. Jeder hat so seine eigene Philosophie. Der eine sagt, du darfst Kohlenhydrate essen, der andere sagt nein. Der nächste findet die ketogene Diät total super. Der nächste erzählt dir, ja, nee, du darfst also auf gar keinen Fall unter deinen Grundumsatz kommen, sonst landest du instant im Hungermodus und man kann das alles nicht nachvollziehen, ob das wirklich so stimmt oder nicht. Und das ist, finde ich, wenn man sich dann noch nicht mal ansatzweise vorher mit befasst hat, dass man das unterscheiden kann, was ist richtig und was ist falsch, finde ich das tatsächlich sehr, sehr schwer, dann da so für sich das rauszufiltern, was man da wirklich gebrauchen kann. Das verstehe ich. Was war denn dann bei mir anders? Du hast ja gesagt, du hast Ähm, mir dann was gelesen. also alle deine Artikel, egal was man von dir gelesen oder gehört hat, da gibt es ja Studien zu. Du sagst jetzt nicht, oh ja, du kannst das und das machen, sondern du kannst das und das machen aus den und den Gründen, weil das so und so ist und das kannst du in der und der Studie nachlesen, nachvollziehen. Und da kann man schon mal einen Eindruck gewinnen, ist das, was der Frank da jetzt sagt, ist das jetzt richtig oder falsch? Das ist, glaube ich, so für mich eine der wichtigsten Sachen gewesen. Also, dass du auch nachvollziehen kannst, Wo warum? kommt die Aussage her, genau? Okay. Was war denn, sagen wir mal, so 2 bis 3 Highlights, was war denn für dich besonders wertvoll? Was hat denn oder hat dir besonders geholfen? Ja, das Übliche, Zucker ist nicht der Feind. Okay. Das so wirklich, so klar, man hört das immer, Zucker ist ein Problem, Zucker ist ein Problem, isst keine Süßigkeiten. Ja, dann darf ich aber auch keine Nudeln essen, dann darf ich aber auch kein Reis essen, wenn man so weit gehen kann und will. Exakt. Ja, ist der Honig jetzt gesund oder ist er ungesund? Da ist ja auch Zucker drin, das ist ja immer sehr verwirrend. Und Ja. dann merkt man dann auf einmal so, nee, ist es nicht. Eigentlich ist das nur eine Kalorie, ist egal, wo sie herkommt. Ich habe einen gesunden Körper zum Glück. Also muss ich mir darum keine Sorgen machen. Und es macht für mich wirklich keinen Unterschied, ob ich jetzt meinen Tee jetzt mit Honigsüße oder mit Zuckersüße. Und darüber, das waren dann so die ersten Sachen. Ich habe den Inhalt des Artikels nicht so ganz im Kopf. Das war von dir, das Hirn auf Diät. Ne, nehme ich das Ganze weg, fühle ich mich natürlich erstmal fürchterlich schlecht, habe Kopfschmerzen, mir ist übel. Aber das macht mich nicht gleich zu einer Zuckersüchtigen. Das waren dann auch so Sachen, wo man sich denkt, so, ach guck, ich bin ja gar nicht abhängig und das stimmt ja alles überhaupt nicht, dass Zucker wirkt wie Koks. Das sind ganz andere Prozesse, wegen denen ich mich schlecht fühle. Ja. Gucke ich mal lieber, wie ich damit umgehe, und ja. Suchen nicht im Zucker an sich den Schuldigen. Und das ist dir auch gelungen dann. Ist es gelungen, ja. Also da
von dem Standpunkt aus habe ich dann mich dann mal hingesetzt und habe dann gesagt, okay, wenn das alles so ist, gebe ich der PSMF mal eine Chance für 4 Wochen, die schaffe ich. Habe das dann durchgezogen. Die ersten paar Tage ging es mir auch tatsächlich ziemlich übel. Mhm. Nachdem ich das dann halt, oder der Körper das dann gelernt hat, ohne die Kohlenhydrate zurechtzukommen, sondern die Energie sich woanders herzuholen, war das dann eigentlich alles relativ easy. Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch sehr gut an. Gibt es noch was, was besonders wertvoll für dich war? Dann haben wir noch den Podcast mit dir, kleinen Rand mit dem Clean Eating. Das war, hat sich eingeprägt und war jetzt für mich selber nicht so wichtig. Aber man hört es immer wieder, wenn die Leute mit ihren Säuren und Basen um die Ecke kommen. Das ist dann auch eine Geschichte. Ich denke so, ey Leute, du hast einen gesunden Körper, du hast gesunde Nieren, mach dir um so eine Scheiße keine Gedanken. Sieh einfach zu, dass du genug Gemüse isst und dass du genug Eiweiß isst und dann mach dir echt keinen Kopf darum, ob du da jetzt 10 Gramm mehr Zucker hast oder ob das jetzt vielleicht ein bisschen sauer war oder was auch immer. Der Körper kann das ganz alleine. Okay, danke dir. Steffi, was möchtest du denn noch hinzufügen? In welcher Hinsicht? Allgemein, was du möchtest. Was du wirklich gut machst, ist, ich habe einmal das Trainingsbuch von dir und das Ernährungsbuch von dir. Also wer sich wirklich für Ernährung interessiert, der sollte sich das Buch holen und nicht irgendeins, was auf der Spiegel-Bestsellerliste ist. Gut. Wunderbar. Dann vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann wünsche ich dir noch ein angenehmes Wochenende. Werde ich haben. Dankeschön. Sehr gut. Jetzt klicke ich hier auf.